Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ich beantworte heute in einem Video die Frage, was ist meiner Meinung nach die beste Vlog-Kamera und gebe Empfehlungen und Beschreibungen zu den Produkten, die ich hier zeige. Ich habe hier einige Kameras liegen, die ich so selbst in meiner Sammlung habe. Ich habe noch ein paar mehr, aber das sind die einzigen, die zählen. Ich spoilere noch nicht, deswegen sieht man die auch noch nicht. Und ich werde auch zu allen, die für mich relevant sind, hier Aufnahmen einblenden. Es geht um alles Mögliche, bleibt dran. Das Ende wird den einen oder anderen überraschen, die meisten aber nicht, denke ich mal. Gut, fangen wir mal an mit den Camcordern. Damals habe ich auch mit dem Camcorder angefangen, Sony AX 33 oder 43, ich weiß es gar nicht mehr. Das Modell, was als erstes damals diese extreme maschinelle Stabilisierung hatte. Krass, da habe ich mir damals noch mit 13, 14... 15, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 14, 15 war ich, nach Geld von der Mutter geliehen, das dann abbezahlt und er war damit sehr zufrieden. Ich habe so eine auch dem Kong empfohlen. Mr. Pyro Manager beispielsweise benutzt auch die Sony AX53, die finde ich sehr gut, die hat ein super Mikrofon drin und einen extrem guten Bildstabilisator. Wenn man nur Videos machen will, ist das eine sehr, sehr gute Wahl, die kann man auch benutzen, wenn man live streamen möchte mit dem Camlink von Elgato zusammen, um die als sehr gute Webcam zu nutzen. Ja, das ist, wenn man nur filmen will, super Sache. Aber das Ding ist groß. Die sind noch größer als der hier. Und das kann nerven und billig sind sie auch nicht mit ungefähr so 700 Euro. Gut, hätten wir mal die Camcorder. Ich habe momentan keinen Camcorder, um hier ein Beispielvideo zu zeigen. Dann kommen wir mal zu dem Kram hier. Das hier ist meiner Meinung nach nur fancy Schnickschnack, um Aufnahmen zu machen, wenn man bei TikTok irgendwelche Skater-Szenen hochladen möchte. Übrigens, die Kamera, an die ich hier reinspreche, ist eine Canon EOS R mit einem 24-105 Red Ring Objektiv. Das hat mich damals über 3000 Öcken gekostet, vor 2,5-3 Jahren. Mittlerweile kostet die um einiges weniger. Nur mal zur Information, ich habe kein externes Mikrofon drauf. Und nehme hier in 1080p auf das ganze Video, weil hier so viel zusammen geschnitten wird, deswegen kein 4K. So, das ist hier das gute Stück. So, das ist der Video- und Tontest von so einem Handheld-Teil hier. Das ist sogar die neueste Generation von Fayotech. Kostet um die 330 Euro. Hier zum Beispiel eins von DJI. Also ich finde den Ton unter aller Kanone, der Weitwinkel ist zwar ganz cool und die Stabilisierung und die Größe, aber praktisch ist meiner Meinung nach persönlich etwas anderes. Zudem muss man bei diesen Geräten Micro-SD-Karten verwenden. Finde ich ganz schlimm. Übrigens in meiner Sammlung hier eines der ersten Gimbals mit integrierten Kameras, die es überhaupt gab. Das DJI Osmo mit Zenmuse-Dings. Hier könnte man sein Handy einspannen und so. Da könnte man auch das Handy drauf machen. Da gibt es noch Adapter und das hat nur als Gimbal benutzen. Aber hier kann man auch in 4K aufnehmen. Das hat so einen lauten Lüfter drin, das ist geisteskrank. Habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen für 150 Euro geschossen. Das kommt also in meine Retro-Sammlung. Gut, die nächste Abteilung, die man leider auch mit SD-Karten bzw. Micro-SD-Karten betreiben muss, aber ich bin der Meinung, hier lohnt sich das schon, sind die Action-Cams. Das ist die DJI Osmo Action und das ist die DJI Osmo Action 2. Hier möchte ich auch noch mal ein ausführliches Video machen, aber da muss ich ein bisschen Sport damit betrieben haben. Damit war ich schon sehr zufrieden, die gibt es momentan auch sehr günstig, wobei die irgendwie über die Weihnachtszeit wieder viel teurer geworden ist. Hat auch zwei Displays, gute Mikrofone, nie schlecht das Ding, keine Frage, man kann auch so unter Wasser gehen damit. Die DJI Osmo Action 2 hingegen ist für mich absolut ein krankes Teil. Mit dem Adapter kann man die auch hier ans T-Shirt befestigen, habe ich auch schon mal ausführliche Videos dazu gemacht. Das Unterteil, das kann man optional dazu kaufen, dann ist das leider ziemlich teuer mit über 500 Euro. Die hat aber 32 GB Speicher, macht sehr, sehr gute 4K 60 FPS Aufnahmen und hat meiner Meinung nach die beste Bildstabilisierung aller Kameras. Die sind sehr klein, können auch natürlich immer mitgenommen werden, finde ich sehr praktisch und die Mikrofone haben mich auch umgehauen. Echt Wahnsinn. Die hat krasse Modi drauf, alle möglichen Zeitlupen, bla bla bla. Was hier drin steckt, ist Wahnsinn. Aber es ist eine gute Vlog-Kamera. Ich mache einfach mal eine Aufnahme. Das ist der Test der DJI Osmo Action 2 und ihr seht schon, der Weitwinkel ist krass und der Ton ist meiner Meinung nach auch gut. Für das kleine Ding, was ich in der Hand halte, das kann sich sehen lassen. Übrigens hier nochmal das Setup gezeigt. Ist jetzt eher nichts fürs Nah-Ran-Filmen, wie ihr seht. Das ist halt was, wo mindestens dieser Abstand hier sein muss. Und alles drumherum zu filmen, sieht natürlich auch krass aus. Die Bildstabilisierung.
Wahnsinn. Ich meine, ich halte hier so ein winziges Teil in der Hand. Die ist halt sehr vielseitig einsetzbar und damit kann man auch schon viel machen. Aber die einzige Kamera kann das in der Regel nicht sein, weil sie, naja, ich weiß nicht, so praktisch ist sie nicht. Man kann damit sehr, sehr viel cooles Zeug machen, aber naja, weiß ich nicht. Ist eine schwierige Angelegenheit, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Mir geht es in dem Video vor allem auch darum, welche Kamera hole ich mir, wenn ich jetzt anfangen will, Vlogs zu machen, Videos zu machen und selber keine habe, die gut ist. Das ist ja die Frage. Da hat man meistens auch jetzt nicht so ein krasses Budget, sich mal so eine Actioncam zu kaufen für 500 Euro aufwärts. Die hier, die habe ich mir jetzt mal als Spaß gekauft, auch für 150 Euro, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Verfassung mit allem möglichen Zubehör bei eBay Kleinanzeigen. Ich hatte damals als meine zweite Kamera die Canon Leica Mini X, das war die größere Variante davon. Die konnte sogar SD-Karten schlucken. Die hat, wie ich gerade rausfand, Micro-SD-Karten. Okay. Und herrlich. Kennt ihr das Ding noch, Alter? Da hat mit hat auch jeder damals gefilmt. Einfach nur ein Traum. Aufnahme auf Speicherkarte nicht möglich. Aber warum? Aufnahme nicht möglich. Das ist die einzige Micro-SD-Karte ist, die ich habe. Gibt es jetzt hier wohl leider kein Sample. Naja. Aber die waren im Prinzip schon ziemlich geil. Die haben einen wilden Ton gehabt, also auf jeden Fall die X, und einen schönen Weitwinkel und konnten sehr praktisch immer verstaut werden. Was ich hier geil fand, ist immer schon das Display. Wenn man halt noch so filmen möchte oder wenn man sich selbst filmen möchte, konnte man das umklappen. Das ist sehr cool. Ich ordne das jetzt mal in die Kategorie gebraucht, kaufen bei eBay Kleinanzeigen oder so. Wie gesagt, 150 Euro, wobei das jetzt hier eher nicht so empfehlenswert ist. Und gebrauchte kleinere Camcorder, die auch schon okay sind, gibt es für 100 Euro oder so. Man muss dann immer nur gucken, wie alt die sind. Und am besten bei YouTube immer Testvideo eingeben, dann kriegt ihr in der Regel immer Samples mit Video und Ton. Außer das funktioniert dann nicht, so wie in diesem Fall. Das ist dann natürlich sehr, sehr doof. So, kommen wir mal hier zu einer der modernsten Vlog-Kameras, also Kameras, die wirklich als Vlog-Kamera auch vermarktet werden, der Sony ZV-1. Und die hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß gar nicht, was die mittlerweile kostet. Ich habe, glaube ich, 700 damals bezahlt. Habe auch sehr, sehr, sehr viel mit der gedreht. Leider ist die mir mal runtergefallen aufs Objektiv. Man sieht es zwar kaum, aber die hat einen ganz kleinen Treffer weg. Das ist ein bisschen schade. Hier ist natürlich nervig, dass man das immer rausfahren muss. Keine Frage. Die hat aber einen schönen Sensor, super Mikrofon. Und schauen wir mal. Das ist die ZV-1 von Sony. Hier finde ich das Mikrofon sehr gut und im Prinzip auch die Größe und dass man das Display umklappen kann. Und den Akku auch. Man kann das mit Micro-USB laden, ganz normal aufnehmen auf eine SD-Karte bis 4K. Leider nur in 24 oder 25p, sonst 1080p mit 50 FPS. Und naja, was hier auch sehr schade ist, ist der Weitwinkel. Ich habe meinen Arm komplett jetzt ausgestreckt, also weiter geht's nicht. Und mit Weitwinkel hat das hier nichts zu tun. Die Bildstabilisierung nimmt da auch noch ein bisschen was weg. Da, naja, ist man immer sehr nah dran. Das ist ein bisschen schade bei dem Ding, aber an sich kann man mit der auch sehr gute Fotos machen. Und damit habe ich schon wirklich gute Vlogs gemacht. Also kann man eigentlich auch nicht meckern. Das ist ein guter Allrounder, keine Frage, aber auch relativ teuer. Ich habe ja schon erzählt, was die Kamera, in die ich gerade hier reinspreche, gekostet hat. Und da kostet das Objektiv sogar ein bisschen mehr als der Body. Soweit ich das jetzt gerade in Erinnerung habe, weiß ich gerade gar nicht genau, wie es bei dem Modell ist. Hier habe ich genau 1000 Euro bezahlt, neu für den Body von der Panasonic Lumix GH9. Und für das Objektiv 850, glaube ich, bin ich mir gar nicht sicher. Also ungefähr 1800 Euro habe ich jetzt für die bezahlt. Hier mache ich jetzt mal mit dem Videomic oben drauf, um mal zu vergleichen, weil der interne Klang von internen Mikrofon von der und der sind ungefähr gleich. Nur mal so, das Unterschied jetzt, wie sehr sich das lohnt, noch so ein Mikrofon drauf zu machen. Und das hier ist ein Weitwinkelobjektiv. Das Kit-Objektiv habe ich auch da, das ist ganz okay. Aber das ist ein schönes Leica Weitwinkelobjektiv und damit bin ich auch sehr zufrieden. Das Geilste an den Lumix-Kameras ist, auch an der GH5 zum Beispiel, die können 4K 60 FPS. Und das ist krass. Einfach auf die SD-Karte schreiben. 4K 60 FPS, das wird in 2 Jahren mal selbstverständlich sein. Deswegen war es mir wichtig, mal so eine Kamera zu haben, die das auch kann.
Ja, kommt gleich zum Handy, das kann das nämlich auch. Aber hier natürlich auf einem anderen Level. Das Einzige, was ich hier schade finde, ist der Sensor. Der ist nämlich in Micro 3/3, so wie er das ausgesprochen hat. Das ist wirklich ein kleines Teil. Zum Fotos machen, naja. In der Dunkelheit, naja, oh, jetzt habe ich es falsch eingebaut. Lachkick des Todes. In die ich gerade spreche, die hat natürlich einen Vollformat-Sensor drin. Und okay, jetzt habe ich die Scheiße gebaut. Fünf Minuten ist besser. Gut, hätten wir das. Mit einem Vollformat-Sensor kann man natürlich viel mehr machen. Also damit habe ich auch schon sehr viele Fotos gemacht, wo ich mir das Shooting gespart habe. Also ich meine, diese Optik ist extrem krass. Mal so einen kleinen Geschmack davon, was ich damit meine. Ich bin jetzt hier im Fokus und das ist halt der Hintergrund, wie unscharf der ist. Damit kann man richtig heftige Fotos machen, auch bei wenig Licht. Das ist ein heftiger Allrounder und deswegen hat sich natürlich auch diese Investition gelohnt, weil ich damit sehr heftige Fotos machen kann. Die auch weitaus diese Kamera vom Handy zum Beispiel auch noch von den neuesten Modellen übertreffen. Da merkt man den Unterschied definitiv. Das ist dann hier nicht der Fall, also die ist auch nie so gut für Fotos, aber das 4K 60 FPS aus so einer Kamera ist schon eine feine Sache. Gut, testen wir das mal an, wenn die jetzt überhaupt angeht, nachdem ich hier so rumgerammelt habe. Als erstes wird uns bestimmt dieser große Weitwinkelunterschied jetzt hier auffallen im Vergleich zu der ZV-1 von Sony. Ich halte die genauso weit von meinem Gesicht jetzt weg. Das erklärt den Weitwinkel, für die, die es jetzt noch nicht verstanden haben, was ich damit meinte. Also diesen Grad, Winkel, wie das aufgenommen wird, glaube ich am besten. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Das Mikrofon obendrauf ist meiner Meinung nach sehr gut und Panasonic-Kameras haben auch einen sehr guten internen Verstärker. Mit den älteren Modellen von Sony, vor allem der Alpha 7 bzw. A7S-Reihe, war ich nie so zufrieden. Aber mit den ganz neuen, also ab A7R3, A7S3, bin ich auch sehr, sehr zufrieden gewesen, wo ich mal die Tests gesehen habe, beziehungsweise mal ausprobieren durfte. Mois hat die zum Beispiel in seinem Setup und aber da gibt man so viel Geld dafür aus. Ich glaube nicht, dass es jetzt euch interessiert, weil ich glaube, die Kamera von Mois kostet inklusive Objektive so 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Ich spreche hier gerade in 1.800 Euro rein und ja, ich bin der Meinung, das ist eigentlich so, wenn man wirklich mal was in die Hand nehmen will, kann man ja auch abbezahlen, wie auch immer, und es sich lohnt und man so denkt, ja, ich brauche Geschäftsausgaben, es kommt wieder rein durch das, was ich mit der Kamera produziere, das lohnt sich auf jeden Fall hier, weil das ist schon eine sehr angenehme Angelegenheit. Man muss natürlich kein Weitwinkelobjektiv nehmen, ich spreche jetzt hier halt für Leute, die vloggen wollen vor allem. Mit normalem Objektiv sieht es dann halt so aus. Kommen wir zu guter Letzt zu den Handys. Und zwar, ich werde jetzt einfach mal Samsung und iPhone vergleichen. Ich habe schon mit Huawei Handys aufgenommen. Und zwar mit dem besten, das es damals gab, diesen Mate 20 Pro, glaube ich. Da war das Mikrofon scheiße und ich war von der Kamera wirklich enttäuscht. Jedenfalls der Videokamera. Die Fotos in Lowlight, geil. Aber das war das Einzige, was das Ding konnte. Die neuen von Mi, wie auch immer die heißen jetzt, Mi Note 10 Pro und so weiter. Auch kranke Fotos, überkranke Zahlen mit hunderten von Megapixeln, aber dieses Endprodukt, Video und Ton, kamen meiner Meinung nach nicht an diese Vollkommenheit von zum Beispiel Samsung ran. Wenn ihr einen Mac besitzt, ein MacBook oder so, und daran eure Videos schneidet, iPhone, keine Frage. Wenn ihr einen Windows-PC besitzt oder einen Windows-Laptop und daran schneiden wollt, definitiv Samsung oder halt ein anderes Android, was ihr wollt. Aber ich bin der Meinung, dass die Samsung-Dinger, vor allem die S-Reihe und die Note-Reihe, die besten Videokameras inklusive Ton haben, die es gibt bei Android. Mit Abstand. Habe ich jetzt auch schon seit vielen Jahren verwendet und habe auch einiges als Vergleich schon selbst benutzt. Hier hat man auch den Vorteil, man kann das selbst schneiden auf dem Handy und zwar mit PowerDirector, das ist eine App, die kann man runterladen, kann ich auch in 4K 60 FPS ausrendern und direkt hochladen, wenn ich das möchte, im Google Browser auf Desktop-Einstellung machen und dort im Prinzip alles machen. Also hier kann ich im Prinzip komplett Vlogs schneiden, rendern, hochladen und aufnehmen. Ihr wisst, wie es ist, harte Arbeit. Ja, das kann ich am iPhone nicht, das ist schon mal auf jeden Fall erwähnenswert. Aber habe ich denn einen Mac oder ein MacBook, dann ist das hier der heilige Gral. Für mich persönlich ist das hier mit Abstand die beste Vlog-Kamera, die ich in meinem ganzen Leben hatte.
Gut, da kommt mein Mittagessen. Denn die Verwendung von AirDrop macht das Ganze so unfassbar einfach. Einfach alles markieren und kabellos aufs MacBook oder auf den Mac draufziehen und dann in einer Geschwindigkeit ausrendern, das ist Wahnsinn. Und ich benutze nur iMovie, damit kann man alles machen, was man will. Wirklich. Super einfach. Was auch gratis auf den Produkten drauf ist, das sollte aber auch so sein bei den Schweinepreisen. Und das ist wirklich unfassbar praktisch. Unfassbar praktisch. Ich brauche kein Kabel, keine SD-Karten, bla bla bla. Und der allerwichtigste Punkt, der ist, dass ich das immer dabei habe. Denn die Kamera, die am allerbesten ist, ist die, die du immer dabei hast. Ein Satz von Casey Neistat, und der Mann hat vollkommen recht. Das Ding habe ich nicht immer dabei. Das Ding habe ich nicht immer dabei. Das Ding habe ich nicht immer dabei, ihr wisst Bescheid. Dann noch die SD-Karten. Dieser ganze AIDS. Das Handy ist mit Abstand die beste Vlog- bzw. auch Videokamera, die man haben kann. Außer man macht das jetzt wie ich, als Job, bla bla bla, braucht Ausgaben, dann lohnt sich natürlich die Investition. Wenn ihr das aber, wenn ihr damit noch kein Geld verdient oder so, dann ist es mit Abstand das Beste, einfach in ein Handy zu investieren, was ein bisschen besser ist. Und vor allem, wo die Kameras besser sind, guckt euch dazu auch die Videos an, die Testvideos, wenn ihr jetzt nicht so viel ausgeben wollt für ein iPhone 13 Pro Max, was die besten Handy- bzw. Videokameras auch drin hat, die es überhaupt gibt. Sicher sagen jetzt einige hier irgendwie S20 Ultra ist besser. Finde ich Quatsch. Ich kenne die Aufnahmen davon, die finde ich auf keinen Fall besser. Das Ding ist wirklich der Hammer. Also die Qualität von der Hauptkamera, Wahnsinn, auch im Dunkeln. Ich nehme euch damit mal jetzt was auf. Als Vergleich. Das hier ist jetzt die Innenkamera. Also so hier. Das ist die Innenkamera des neuesten iPhones und ich bin der Meinung, für das kleine Ding hier unter dem Display ist sie schon gar nicht mal so schlecht. Dann hat man noch zwei weitere Kameras. Das ist die normale, also Hauptkamera sozusagen. Guckt euch das mal an. Also ich habe euch ja vorhin schon erklärt, der Hintergrund ist unscharf und hier ist alles im Fokus. Das ist ja eigentlich nur bei einem großen Sensor möglich. Hier ist ein sehr großer Sensor drin und auch sehr, sehr gute Linsen. Ja, deswegen ist es auch so schweineteuer. Kommt natürlich nicht an das hier ran mit diesem riesen Sensor, aber es ist ein Handy. Guckt euch das an. Und dann noch dieser Bildstabilisator dazu, das ist wirklich krass. Aber das war nicht alles. Ich halte das Handy exakt so weit weg von der Kamera, wie in der Szene zuvor. Das seht ihr vielleicht auch im kleinen Display. Und das hier ist die Weitwinkelkamera. Das Teil ist geisteskrank. Das ist ein Handy. Ich meine, hier kriegt man alles ins Bild. Ich halte meinen Arm jetzt nicht mal ausgestreckt hin. Das ist geisteskrank. Damit kann ich alles machen. Das ist mit Abstand die beste Vlog-Kamera. Und man braucht das Zubehör eigentlich auch nicht viel. Also ich habe zum Beispiel das hier als Billo-Variante. Das kostet 15 bis 20 Euro oder so. So ein kleiner Tripod mit so einem Handyhalter hier. Da kann man das Handy waagerecht oder hochkant reinmachen. Damit kann man auch Livestreamen und so rumlaufen. Das stabilisiert schon eigentlich ganz gut. Wer ein bisschen mehr dafür ausgeben möchte, holt sich natürlich ein Gimbal. Damit kann man dann geisteskranke Aufnahmen machen. Wenn ihr jetzt nicht gerade das hier habt als Modell vom Handy, wo die internen Stabilisatoren so extrem krass sind. Also ich wurde wirklich schon gefragt bei Vlogs, was hast du für eine Kamera und was hast du für einen Gimbal in der Hand, dass es so smooth aussieht. Nee, ich meine, guckt euch den Silvester-Vlog an. Den habe ich komplett mit diesem Handy hier gefilmt. Diese Szenen in einem Atomkraftwerk in Polen aus dem Auto gefilmt, Alter, das sieht aus, als hätte ich dann Gimbal seinen Vater benutzt. Das ist Wahnsinn, wirklich. Und wenn ihr das hier benutzt, dann könnt ihr natürlich auch aus einem Handy, was so 500 Euro kostet oder 400 Euro, heftige Aufnahmen rausholen. Und dass ihr jetzt den Stabilisator einschalten müsst. So leicht geht's. Und das Krasse ist, bam, bam, schon film ich. Ja, in dieser Sekunde film ich. Und jetzt ist weggesteckt. Das ist echt krass. Nur mal als Vergleich. Jetzt kann ich drauf drücken. Und dann mache ich es wieder zu. Ja. Und das hier ist keine 5 Jahre alte Kamera. Das ist eines der neuesten Modelle. Es ist nur ein Vergleich. Das hier ist der heilige Gral. Wer eine andere Meinung hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe einigen Leuten hier weiterhelfen können bei der Frage. Und ja, danke fürs Anschauen. Das war ausführlich. Erfahrung aus den letzten 7 Jahren oder so. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Ob es mal ein Upgrade gibt. Also mir gefällt dieses neue 4D-Teil von DJI so krass, Alter. Oh, aber diese Preise, Bro. Naja. Ich wollte mal Kameramann werden. Also entweder Koch, Kameramann. Das sind alles so Sachen, wenn es mal hier nicht mehr läuft.
Jemand einen Kameramann sucht irgendwie. Finde ich sehr interessantes Thema. Danke fürs Anschauen. Links sind in der Beschreibung. Ich glaube, die Sachen gibt es auch alle. Aber die ist auch ganz schön teuer geworden in letzter Zeit. Also vor einem Jahr oder so war das alles viel günstiger. Wahnsinn, du wirst echt arm. Also guckt auf jeden Fall mal bei eBay Kleinanzeigen nach, wegen Gebraucht kaufen, wenn ihr wirklich was kaufen wollt. Man muss nie mal alles neu kaufen. Außer man kann es gewerblich von der Steuer absetzen, dann sind Ausgaben wichtig.